Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Daisy, stand alone. zu zweit. Hier liegen nochmal taktische Handschuhe und eine Universaltaschenlampe. Kannst du mir gleich die Handschuhe da lassen? Oder mit runternehmen und dann. Oh nein, es regnet. Oh nein! Oh doch. Wir werden an Unterkühlung sterben. Wir laufen, dann wird uns warm. Bist du da oben noch drin? Nein. Ich hab die schon mitgenommen. Und wir können uns jetzt zur Not noch ein Lagerfeuer machen. Oder gleich in irgendein Haus gehen oder so. Ja, ich überlege gerade, was ist. Wahrscheinlich reicht der Turm schon hin. Ja. Hey, hier riecht es nicht mehr. Wow. Riecht hier immer noch. Ah ja, hier riecht es wieder. Ja, durch den Wald hier. Krass. Immerhin haben sie das auch gemacht, dass der Wind. Ist die Frage, wird man da nass? Stimmt. Scheiße. Warum regnet das denn jetzt? Oh, nochmal so eine Granate. Oh Gott, ist sie groß. Vierer. Ach, verdammt. Ist schon klatschnass, wa? Feucht, feucht. Ich hab schon das Zeichen. Dass hier kalt ist? Für durch Nestor oder so. Wie ist mit den Wellen und den Tropfen? Oh. Jetzt bin ich unterkühlt. Scheiße, ja, ansonsten bleibt mal oben stehen. Hilft das bei dir? Dann ging diese Anzeige wieder nach oben, ja. Gut, ja, dann wird das jetzt nochmal ein etwas langweiligeres Speed. Naja, sowieso. Ich wollte da die ganze Zeit hochklettern. Oh, jetzt habe ich das auch, dass ich. Scheiße, ey. Das geht wieder runter. Bringt nichts. Sind in irgendein Haus rein. Dschungelstiefel. Die sehen auch cool aus. Ja, aber ich vorhin welche in braun und jetzt welche noch in schwarz. Scheiße. Ach, fick dich einfach. Was denn? Ach, wie eine Schnittwunde erholt. Und diesmal sogar Leben verloren. Fast drei. Nass. Klatschnass. Nass. Nass. Ah. Hier wo ich stehe, ist scheinbar. Doch. Ich bin unterkühlt. Hätte der nicht laufen können, ey. Scheiße, ey. Als wenn man so schnell unterkühlen würde, ey. Achso, das ist dein Turm. Achte auf dein Leben jetzt, ne? Ja. Oh ja, es geht echt weiter runter, das gibt's doch nicht. So lächerlich ist das. Ja. Verreckt, weil es angefangen hat zu regnen. Und wo bin ich jetzt angefangen? Warum sind sie gestorben? Es hat geregnet. Ach, das verstehe ich, das verstehe ich. Sehen nur nicht einen Schwede. Blitz. Schon nur 93 Leben. Ja, ich habe 98. Das darfst du keiner erzählen. Ich bin Militär. Bla bla bla. Aber es hat geregnet. Ich habe so vier. Das waren gerade zwei Leben. Nee, zwei Alter, wow. Schwede. Jetzt hat er bei mir auch instant fast zwei. Jetzt habe ich nur 91. Alter, wegen Regen, das ist peinlich. Hier rechts oben ist eine Mauer, da sind auch Häuser, da könnten wir eigentlich rein. Geht's nur auf den Turm und dann lass da war ich schon. Wenn ich glaube, bei dem einen Turm war ich schon. Weiß es aber nicht. Ach, da, ja, hier ist eine große Fabrik. In den Rinder. Aber ich sehe gerade. Ich glaube, wir sind schon am Ende, wenn wir jetzt weiterlaufen. Ja, aber trotzdem, lass uns rein. Ja. Wegen diesen zwei, drei Türmen, die können wir dann von mir aus auch weglassen. Ja. Alter, 4-0. Wegen. Oh. Also, Spielemacher. Da müssen wir aber wieder machen. Wegen Regen sterben, ne. Dafür müsste es wirklich schon minus keine Ahnung, wie viel Grad sein. Bist du hier in der großen. Ja, in ganz großen Ding. Blauen Dächern? Genau, hier, ja. 84 Leben noch.
Regen. Siehst du, also wenn wir in Harz wieder fahren und da spazieren gehen, da dürfen wir nicht auf Regen hoffen, dann sterben wir. Ja, wie baut man nochmal Lagerfeuer mit Ästchen und so ein Scheiß, ja? Ach, ist egal, ja, lass. Das soll ich sowieso auch immer mal dabei haben, das kann man nämlich auch mitnehmen. Ich verstehe auch gar nicht, wo das ist. Das hatten wir irgendwo mal drin oder haben wir es weggeschmissen? Nee, in irgendeinem Zelt haben wir das drin, ja. Dann liegt das aber nirgendwo mehr, ich weiß ja nicht, wo es liegt. Was ist das denn? Ist das nochmal so eine Mosin oder wie die heißt? Ne, eine SK95. Ah, warte mal, mit Magazin oder so? Nö, mit gar nichts. Ist die Wesenfabrik neu? Ne. Da nehme ich auch schon wieder das Bayonett für von. Oh. Ein SG5K Kompensator. Schon wieder eine Granate, Junge. Wenn man sie nicht sucht, findet man die. Oh, ich hab Durst. Hast du nochmal eine Coke? Hm. Gut. Komm runter. Was war das denn? Komm runter. Pier. Oh ja, mein Leben geht runter. 89. Alter, wegen Durst, so schnell verreckt man auch nicht. Du hältst es. Es ist bei mir wieder hoch. 1% ist schon wieder hochgegangen. Nee. Ich war schon bei 80. Er redet jetzt überhaupt noch? Nö. Das hört sich so an. Ich würde sagen, nein. Ja. Ja, lass doch mal schon runter. Achso, ist bei dir noch alles klatschnass? Stimmt. Nö, alles trocken. Wow. Naja. Bei dem Turm weiß ich gerade nicht. Ja, geht mal zu dem. Das wäre jetzt deiner gewesen. Meiner war da hinten. Oh, gut, dann. Ich weiß es gerade gar nicht. Bei dem war ich anscheinend. Das war doch meiner hier. Achso, dann war ich hier, glaube ich, auch schon drauf. Bin ich anscheinend schräg zurückgelaufen. Ach, ja. Gut. Ich glaube, das war meiner, glaube ich. Ach, weiß ich, ist ja egal. Müssen wir ein Video nochmal gucken. Ach, so gut. Was, du hast eine Wusch gemacht? Jetzt wäre jetzt Olli noch mit drinnen, dann hätte er neben uns herfahren können mit einem Auto, wir hätten einsteigen können und alles wäre gut. Beim Baum. So. Schon wieder vergessen, wie man eine Leiter hochklettert. Ja. Kann auch nichts dafür. Ich habe mich testen lassen. Hä? Das war das Problem. Das war das Problem. Die hat so eine dreckige Nadel, die Olle. Oh, hier ist ein Zombie. Geh dann hinter der Mauer weiter, ne? Hm. Oh, wir haben es geschafft. Oh, also selbst auch die Bremsspuren sind hier. So, einsortieren. Stiefel. Patrouillenhose kann weg. Ah, ich schmeiß lieber nicht so weg. Nimm mal kurz deine AK raus, ich will nur schnell ein Visier drauf packen. Hä? Was geh ich denn? Ach doch, da unten. Das sollte ja eigentlich drauf passen, ist ja auch eine AK. Das geht. Das geht auch. Warte mal, ich brauch's ja gar nicht alles rauszutieren. Ich brauch's ja gleich sowieso zu Hause wieder, um's reinzusortieren. So siehst du, das kann ich ja gucken. Ja, das ist der Schalldämpfer auf der AK-100, den wir jetzt die ganze Zeit gefunden haben. Ja.
Jo, der geht doch auf die SVD. Ich dachte schon, du driftest jetzt in meine Richtung. Hätte ich jetzt gewusst, dass das wirklich so lange gedauert hatte. Alter Schwede, ey. Ja, doch, eine gute Stunde. Eine Stunde 15 Minuten circa. Ey, der Heli liegt nicht mehr. Oh Gott. Oh Gott. Und schon wieder. Ja. Der Heli liegt tatsächlich. Wow, Alter, wieder, jetzt ist gut. Ich fahr gleich wieder gegen den Baum, wenn das so weitergeht. Ja, bei mir ist auch dreimal dann. Ja, gut. Schon wieder. Der Heli ist wirklich schlimm, nicht mehr. Doch, das ist scheiße. Es spawnt nichts mehr dran. Der despawnt dann wahrscheinlich, sobald das ganze Zeug weg ist oder beim Aufruhen war. Aber es war wenigstens schon mal, wo einer spawnen kann. Da müssen wir jetzt. Platz. Da müssen wir jetzt hoffen, dass der da öfter spawnt. Oder ist das hier irgendwie. Ah ne, ich wollte gerade sagen, uhrzeitabhängig, aber ne. Wir haben ja 12 Uhr Stopp. Eigentlich. Wie viel Leben hast du wieder? 90. Oh, ich habe 95. Oh, es regnet schon wieder. Ich wollte gerade sagen, ich steige mal kurz aus und trinke nochmal was, aber bei Regen stirbt man bei dem Spiel. Ist einfach so, als wenn es so eure Regen wäre. Ja. Wie der, warum rutscht das Auto auch so extrem jetzt momentan? Fügen sie auch noch ein, wenn es regnet. Hä? Fügen sie auch noch ein, wenn es regnet. Ja. Noch schlechteres Fahrverhalten. Eine Verbesserung des Spiels. Ob das wirklich richtig ist, seht ihr, wenn er gegen Baum rutscht. Ja. Alter, stell dir mal vor, irgendwann fügen die das so ein, wenn du keine Türen und so dran hast, dass du dann auch Leben verlierst. Wegen dem Windzug. Ist doch richtig. Also. Dann kriegst du einen steifen Nacken. Naja, ich kein Problem mit und so. Ja, an sich geht das, aber irgendwie manchmal, wenn du einfach schnell einsteigen willst oder so. Ich habe halt Keyless Auto. Keyless? Ja, schlüsselloses. Scheiße, was auf der Welt in Wirklichkeit gibt. Wer sich ein Keyless Auto kauft, der kann sich auch gleich. Der kann es auch gleich verschenken, das Auto. Ey, ich habe Videos gesehen. Selbst, egal was für ein Auto, ob es ein Audi ist, ein Tesla, die andere Marke. Alter, Baum ist driven. Wow. Ist so die kriegen diese Keyless-Fahrzeuge, wenn der Schlüssel in der unmittelbarer Nähe liegt, in 3 Sekunden offen, das Auto. Das ist schon heftig. Also Keyless, das ist, hat auch nichts mit Bequemlichkeit zu tun, das ist dann eher schon faul. Alter. Ich finde es schade, dass das rote Auto hier nicht wieder respawned ist. Dann hätten wir jetzt noch eins. No. Oder ist es? Ist es vielleicht jetzt? Wird einfach irgendwann das respawned sein. Ja, aber vielleicht hätten wir mal vielleicht Glück gehabt, vielleicht. Oder es respawnt nie wieder. Das wäre Quatsch. Das wäre scheiße. Ja, scheiße, ja. Quatsch bei DayZ. Hast ja was ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt gerade. Das wäre wirklich Quatsch, weil wenn hier das Auto im Arsch wäre, dann würde ja gar keins mehr nachspawnen. Naja, muss ja eine Mindestanzahl drauf sein. In Wirklichkeit wäre es aber so. Server eingestellt ist. Ja, in Wirklichkeit. Es ist aber keine Wirklichkeit, es ist ein Spiel.
Das ist alles unrealistisch. Auch wenn es heiß ist, ist es realistisch. Ich meine, man fährt ja auch nicht einfach gegen einen Baum und das Auto fährt weiter. Naja, gut, wenn du langsam gegenfährst. Ja, aber nicht mit 80. Naja, gut, guck mal, mein Bruder hat sich dreimal mit einem Auto überschlagen. Und pff, da war gar nichts mit dem Motor. Also es ist immer so Glückssache. Jetzt sind auch schon welche gegen Baum gefahren. Gut, vielleicht nicht mit 80, aber auch schon mit schneller 60. Ich denke mal, die sind auch weiter gefahren. Ah, ich weiß noch, wo wir hier lang gefahren sind, das weiße Auto hier stand, ey. Mhm. Am ersten weißen Auto sind wir einfach vorbeigefahren, weil wir es nicht gesehen haben. Wieso, das war doch hier unten an der Feuerwehr, denkst du, das habe ich doch gesehen gehabt. Ne, das erste war aber da bei dieser kleinen Militärstation. Ach, das ja. Da sind wir dran vorbeigefahren, als wäre nichts. Frag mich, warum du da nach rechts geguckt hast in dem Augenblick? Ich habe bis heute noch nicht mal nach rechts. So. Ah, ich wende gleich mal hier. Ach, falsch rum. So, das habe ich jetzt alles gefunden. Ich glaube, so krass viel war das nicht, ne? Ja, Munitionskiste. Ah, warte mal. Achso, jetzt habe ich keinen Platz mehr. Das wäre so mies. Irgendwann komme ich wieder nach Hause und die ganzen Zombies spawnen hier drin in unserem Haus. Alter. Mega geil. Naja, geht so, ne? Schluck auf. So. Oh, Flieger, verschwinde hier! Alter, sei so viele Granaten. Zombie. Ne. Ah. Achso, ja gut, der ist von da hinten hierher. Hat wahrscheinlich mich verfolgt, so auf dem halben Weg und dich danach weiter. Jetzt können natürlich welche kommen, tatsächlich. Ich hab doch hier auch schon ein paar Mal rumgeschossen. Letztes Mal, da hab ich doch 5-6 Mal hier rumgeballert, einfach nur um die letzten 3-4 Schuss da von der grünen Munition im Magazin zu verballern. So muttert. Es knallt. Es knallt. So, habe ich hier noch irgendwie 2er-Slots, die ich hier reinpacke? Nö. Oh Mann, oh Mann. Ich beher mich weg. Ach, ich trinke jetzt was aus dem Zelt. Damit die Scheiße auch mal leer wird. Das hat so noch keiner gehört. Ich trinke jetzt was aus dem Zelt. Vom Regenwasser. So, erstmal einen Mosin rausholen. Oh, passt auch nicht, der Schalldämpfer. Das kotzt mich so an. Wirklich nur wieder für diese AK-Serie. Scheiße. Ich finde es krass, wenn man die Sachen hier wegwirft, dass die auch kaputt gehen. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, wo ich die ganze Scheiße jetzt hier reinräume. An Munition und so. Ich habe jetzt so viel Munition hier wieder gefunden. Auf 25er doch.
Scheiße, ey. Nochmal wieder sortieren die Munition, das kotzt mich an. Hä? Ach, das sind tatsächlich die gleichen. Oh Mann. Panzerbrechende. Die da. Da. Oh Gott, ey. Ja, sortieren ist hier natürlich. Immer Kekaschen. Was ist das hier für welche? Wind Ryan 80. ACP. Andere? Scheiße, ich habe gar keinen Platz mehr für den ganzen extra Scheiß hier. Jupp. Verdammter Mist, ey. Es kommt hier rein. Dürfen wir gar nicht mehr sammeln. Nee. Scheiße. Also du kannst auf jeden Fall mal hier in mein Fass gucken, ob du da wieder Munition brauchst. Vielleicht habe ich da ja noch Munition drin, die du brauchst für einer deiner Waffen. Bei irgendeine Munition hat es dir immer rausgenommen von mir hier. Ja, dann könntest du auch mal vielleicht hier mal dann. Warte mal, die ganzen Magazine, die ich habe, die sollte ich eigentlich eher auffüllen wie leer machen. Ja, klar. Ist doch eigentlich viel sinnvoller. So, was kommt hier rein? 5, 5, 6, 4, 5. Gut, ich werde jetzt alle voll machen, die da hinten drin liegen. Und ja, gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert mich, gebt auch noch rum und schreibt den Kommentar, wie euch das Video gefallen hat. Tschüss. Wow.